Ups. Erzählt mal was, ihr zwei. Bin hier gerade ein bisschen konzentriert mit Lava zugange, die ich hier versuche zurückzutreiben. Wie? Ist ein Lavafluss bei dir? Ja, nein, ich bin auf Höhe einer Lavablase und muss mich weiter vorarbeiten, um zu gucken, ob hier irgendwo Diamanten sind. Das verlangt ein wenig Konzentration, gelinde gesagt. Bedenke aber bitte, dass wir Lava immer noch brauchen, ne? Ich bin ziemlich optimistisch, dass es nicht die einzige Lava im ganzen Spiel ist. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich ahne, dass ich recht haben könnte. Nein, das ist die allereinzige Lavaquelle. Ja, wahrscheinlich. Hui. So. Boah, da oben ist ja noch mehr von der Pampe. Nein, geh weg. Geh, stirb, stirb, stirb. Schon trockengelegt, Quell des Todes. So. Aber ich will hier lang. Oh, ich will hier lang. So. Och Mensch. Nein, nicht. Och Mensch. Und wieder. Also ich glaube, wir haben bald den Punkt erreicht, dass ich in Flammen stehe. Meinst du? Ja. Ich denke, das könnte schon so heiß werden. Ja, Flammen sind heiß, das stimmt. Das habe ich gehört. Wir können ja mal gucken, wo hier dieser Lava... Ach, jetzt kommt es da wieder raus. Tschüss. Jetzt lassen wir sein, da gucke ich nicht. Aber tschüss. Dann gehe ich eben da lang jetzt. Wenn du mich nicht willst, Lava See, dann grabe ich mich eben um die Ecke. Das hast du dann davon. Dann bist du mit Ignoranz bestraft. Was ist das? Was war das? Verdammt! Ich habe keinen Platz mehr. Was ist das? Hallo. Hast du keinen Rucksack? Doch, aber ich muss ihn erst benutzen. So, also, dann tue ich hier mal schon mal mein Golderz rein. Mein Gabbro. Mein Eisenerz, mein Ekolith, mein Bruchstein. Ich habe normalen Bruchstein. Wir haben noch zwei Leder? Geht ganz viel Leder vorbei? Nein, hier drüben ist noch 30 mal. Ach schon. Ich hab da Pferde abgeschlagen. Das ist ein Goldnugget im Gabbro. Wie geil! Im Gabbro habe ich ein Goldnugget gefunden, ein einziges. Also ein einsames. Aber ich finde das total. Ich feiere das gerade total. Da gibt's in dem Gestein einfach mal ein Goldnugget. Das finde ich richtig cool. Das ist irgendwie so realistisch. Das ist cool, voll schön. Richtig geil. Nicht schlecht. Nicht Tada, schlecht. Bäume gepflanzt. Ich jetzt wieder Apfel. Apfel? Mhm. Apfelbäume? Nein. Brauchst du Tropensetzlinge? Ja, aber doch, du hast doch gerade gesagt, dass das du sie wieder abfällst. Ja, weiß ich ja. Das hat man gemerkt. Nur weil du Wortspiele machst, heißt das nicht, dass ich mitspiele. Das stimmt. So, ich schätze, dann sind wir jetzt auch wieder da. Wo aber da es eine Höhlenfolge ist, haben wir nicht unterbrochen, die Aufnahme. Das schneide ich dann so. Das passt ja ganz gut eigentlich. Wir waren ja gerade alle mal kurz ruhig. Außergewöhnliche Art und Weise. Und ja, das ist hier langweilig, was ich hier gerade mache, während ich mich hier durch so einen Tunnel fräse. Und da passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir hier jetzt neu in der Folge sind. Hase und Groschi sind auch noch da. Nein, hat sich nichts geändert eigentlich, so seitdem ich eben gegraben habe, beim letzten Mal, als ihr geguckt habt. Ich grabe immer gerne ein bisschen großzügiger. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie gut. Und ich frage mich so langsam, ob ich hier auf einem Niveau bin, wo es überhaupt Diamanten gibt. Vor allem weiß ich nicht, ob es in dem Gestein hier Diamanten gibt. Ich muss mal weiter runter, glaube ich. Oh, Rettstein. Rotstein! Aua, das war mein Headset und mein Finger. Jetzt tut mir das Ohr und der Finger weh.
erst haust in der letzten Folge dein Mikro. Ja. Tust du die Folge dein Headset verprügeln. Ja. Ja. Ich könnt's so nicht. Du könntest so nicht arbeiten, ne? Ja, ich verrate dir was. Ich kann's auch nicht, aber ich tue es trotzdem. Warum komme ich jetzt wieder zur Erde? Das verstehe ich nicht. Wir sind hier doch am Arsch der Ella. Was ist das? Grundgestein. Ich habe Grundgestein gefunden. So sieht es hier aus. Warum haben die Dinger keine Setzlinge? Okay, wenn das hier Grundgestein ist, ne? So, jetzt sagen wir mal, hier ist so Grundgestein. Wie tief geht Grundgestein? Weiß das jemand? Drei, so fünf, vier. Fünf, drei. Dann wäre das hier ja dann so, naja, eher so vier oder so, ne? Dann wäre das hier ja so fünfe, wo wir jetzt sind, oder sowas, ne? Fünfe, sechse. Sagen wir mal, wir sind auf fünfe. Dann ist das hier sechste, siebene, achte, neune, zehne, elfe, zwölfe. Das hier wäre also dann Diamantenniveau, ne? Da. Kann wirklich seine Weise sein. Das ist auch sehr sinnvoll. Ich liege im Bett. Ist wieder Bettzeit? Ja. Okay. Dann tun wir das mal. So dunkel, ich hab Angst. Wo ist mein Bett? Mein Bett? Oh, ich hab mein Bett vergessen! No. Keine Angst, ist nicht weit. Ich bin ja gerade nicht auf Höhentour, ich bin ja hier beim Bergbau. Ist jetzt nicht so schlimm, ich bin schon auf dem Weg. Ich muss nur das Loch finden. Aber das hatte ich auch schon mal, da war ich auch so on Tour gewesen. Hab da irgendwo eine Pampa mein Bett stehen lassen. Ja, das ist scheiße, wenn man nicht mehr weiß, wo es ist. Ich bin drin übrigens. Ich wusste ja zum Glück noch, wo es ist. So. Das Schöne ist aber, wenn du bis auf den letzten Drücker gewartet hast, weil du hast ja ein Bett, kannst du ja gleich noch schnell hinpacken, ne? Mhm. Schön. Sehr schön, das dann. Der nächste Baum war meiner. Schnell rauf da. Und da der Erde ein Buddel mag ich immer nicht. Da sieht man nicht, ob es hell wird. Das stimmt. Und wenn so schräglich gemacht, sind ja der Heikmaschist, dass ein Mini-Zombie rankommt. Hühner Nudeltopf hat einen Freund. Hühner Nudeltopf soll allerlegen. Wer hat einen Freund? Die vertragen sich? Ja, wer, die vertragen sich. Wer hat einen Freund? Also, Hühner Nudeltopf hat sich einen Freund besorgt. Ah, Hühner Nudeltopf. Womit sie so prima Frikassee machen können. Gesprengtes Huhn. Gesprengtes Huhn? Mhm. Was ist das? Boom. Oh. Das hier war jetzt mein Höhenmesser, ne? Das ist 12, glaube ich. Also noch eins höher, dann bin ich auf 12. Das ist jetzt der komplizierteste Art und Weise, auf die man sich vorstellen kann, wie man 12er Niveau bestimmen könnte ungefähr, aber es ist irgendwie auch cool. Und zumindest Salz haben wir gefunden und das braucht man ja vom Hörensagen beim Kochen doch einiges. Jo. Man kann es auch so herstellen, aber das ist immer wieder gut, wenn man was findet. Ich glaube, wir sind hier in Bad Reichenhall. Weil, wenn man was findet, dann brauche ich es nicht herstellen. Ja, ja, ja. Man könnte sich auch eine Automatik bauen, aber... Nee. Ja, nee, ja. Ich glaube, mit diesem Automatik bauen, man muss auch immer so ein bisschen in Relation setzen, wie lange man an der Automatik baut und wie viel Salz man tatsächlich braucht, ob es sich zeitlich überhaupt rechnet. Ne? Ob die Automatisierung gerade bei so einem Let's Play, weiß ich nicht. Andererseits, ich klar. Sag mir, wir sind drei Personen, da brauche ich keine Automatik haben. Naja. Einer eventuell, zwei, naja, drei müssen nicht, zehn wäre angebracht. Ja, das definitiv. Also drei Leute sind eigentlich so viel, dass man das nicht braucht. Und zehn Leute sind dann schon wieder so viel, wo es recht praktisch wäre. Jetzt, wenn jetzt die Sprengerin der Ketten und Bezwingerin der Drachen angenommen mal mitspielen würde. Ich fand das so geil, wie Hase draußen. Ja, ich fand's auch der Hammer. Dann könnte man sich das schon eher vorstellen. Wieder ein von der Logik ein Punkt mehr, der dafür sprechen würde, ne?
So, jetzt müssen wir gucken, ob wir das noch kriegen oder ob es in die Lava fällt. Ja, ich glaube, das habe ich gekriegt. Oh. Wie setzt man sich jetzt einen Rucksack auf? Ich glaube, entweder Steuerung B oder Shift B. Muss ich mal ausprobieren, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gebe mich nochmal zu. Rucksack in Rucksackslot? Ja, Rucksack in Rucksackslot. Oh, ich kein Loch. So. Okay, wir haben noch ein bisschen Kohle. Mein Fenster ist zu klein. Diamanten sind. Alter, was hast du für einen riesen Rucksack? Das ist die ich eigentlich machen wollte. Oh, er hat einen riesen Rucksack. Und den kriegt einer von euch. Wenn ihr so die Sammeltour macht und alles. Okay. Aber also optisch sieht er genauso aus wie die anderen. Ah, okay. Für jetzt so ein bisschen. Nee, der ist ein bisschen fetter. Sicher? Ist er fetter? Ja, soll ich mal kommen? Das ist immer schön. Mach ruhig. Allerdings mache ich dann fürs Video FSK 18 an, ne? Okay. Weiter dauert einen kleinen Moment, das ist ein weiter Weg. Ja, natürlich. Das ist ja was, was Jungs sich immer vor Augen führen müssen, ne? Oh nein, ich steck fest. Sind so zwei kontra herlaufende Systeme sind da. Und zwar, ne, die Frauen müssen ihren Orgasmus erst lernen. Und die Jungs müssen lernen ihren Orgasmus nicht zu haben. Also ich rede von einem Zeitfenster. Ja. Oh, meiner ist dunkler, kann es sein? Ja, kann sein. Er redet nicht von Orgasmen, glaube ich. Ich glaube, er redet von Rucksäcken. Ich hoffe es zumindest. Habe ich jetzt eine Schusswunde am Kopf? So toll war es auch wieder nicht. Ein bisschen. Okay, eine Schusswunde am Kopf? Hey, du bleib doch gleich hier, nimm doch gleich einen Rucksack, du brennst du denn hin? Soll ich denn mit dem Riesending? Warum haust du denn mit? Du doofe, du, boah. Zieh ab hier, Nick. Lass mir einen kleinen Rucksack da. Ich höre irgendwo einen Zombie. Nick, mach mir einen neuen kleinen Rucksack. Du bist es. Zieh ab. Ich fürchte schon gleich Real-Life-Geräusche wieder. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht. Sie schlägt einen Brillenträger. Dann nimm die Brille ab, dann kann ich dich... Hau ab, du blöde Ziege. Ich höre einen Zombie, das steht fest. Also das kann man nicht anders sagen, dass das fest steht. Aber wo ist er? Oh, ah, der Bambus! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe! Warte, ich muss jetzt weg rausholen. So. Sonst macht Kumpel PvP. Ich mach irgendein Vieh. PvP ist an. Huch! Deshalb ja. Sonst könntest du ja nicht ausmachen. Ach, aus. Ich soll es ausmachen, sag das doch gleich. Nein! Nein, aber wenn Hase so viel Blödsinn macht, dann machst du es. Ja, dann mach ich's aus, das stimmt. Also bist du immer noch hinter mir? Ich renne hier wie so ein. Hätte? Du Ding? Zicke? Es ist eigentlich schade, dass wir jetzt keine Hasencam diesmal haben, aber. Ich komm nicht mehr rennen, ich bin schon. Oh, wer bist du denn? Stirb! Aua! Kannst du mich doch nicht einfach beißen? Du Bitch! Oh. Ups. Lang lebe der König! Ah, wie krass! Wartet, dafür mache ich jetzt ein Bild und dann kannst du ja vielleicht ein Bild reinstellen. Ja, okay. Musst du mir dann später über Skype schicken. Musst nur dran denken. Das wird das Schwierige. Wir müssen nämlich jetzt ein bisschen vorproduzieren. Der Grosch ist nämlich eine ganze Woche nicht da. Und wir wollen eigentlich keine Folgen ausfallen lassen. Und ich glaube, wir haben bis Donnerstag Videos, ne? Für Samstag brauchen wir dann. Dann brauchen wir für Hast du gerade versucht, mich wieder zu schlagen? Nein. Und für... Ich hab Nein gesagt, du blöde Kuh! Oh, Wir machen einen Fanshop, wo dann auf Hacky Sex kleine Groschenbilder raufkommen. Auf Hacky Sex. Huch. Komm wieder her. Was hat denn hier eingesammelt? Truppenbaumsätzlich. Gib mir den. Ach, jetzt wieder Soja. Soja? Wo Zimtiker? Ich. Gib ihn mir! Was ist denn hier mit die Sojamilch? Was haut denn bei dir nicht mehr hin?
So, ja, mich müsste doch eigentlich immer noch durchgepresst werden. So, einmal gut durchgepresst. Dass du einmal mal was Nettes zu mir sagst. Oh, lieber Groschi, gib mir eine Tropenbombe. Netter. Sofort! Netter. Zack, zack! Netter. Mehr. Oh. Das war eben süß mit dem Bitte. Da hätte ich jetzt mich erweichen lassen, aber ich bin ja auch netter. Lieber. Der Groschi hat manchmal ungeahnte Härte. Bitte! Sei so gut und gib mir den Tropenbaumsetzling, den du in deiner wunderbaren Hand hältst. So, und soweit ich ihn dir gebe, werde ich verprügeln, ne? Nein. Aber das war's wert. Aber das war's wert. Habe ich eingesammelt? Ja. Das wäre jetzt so geil, wenn ich ihn immer noch hätte. Hätte den Kompost gesteckt. Ja, verdammt. Hätte ich reingegrabt und dann rausgeholt. Mein Eier von vor 3 Tagen. Oh, wie süß. Er hat ein Meerschwein. Oh Gott, nein. Hackbraten vom Montag. Die Frage ist, wie lange ist der Montag schon hier? Wie viel Montag liegen dazwischen? Oh, wie süß. Ein Single-Mann mit einem Meerschwein. Ich finde jetzt endlich schön, dass du... Ach nee, ich wollte mir ja nochmal neu machen. Wir haben kein Leder mehr. Wie, wir haben kein Leder? Alles alle. Kein wie Leder wie Schmopp. Nein. Würdest du mal noch einen Screenshot machen? Mir ist da gerade ein Missgeschick passiert. Hast du Scheiße gebaut? Warte mal, wenn ich schon hier bin, kann ich auch gerade noch diesen Knopf hier betätigen. Uah, mein Bett! Komm einfach raus und guck. Wieso nicht mal, wo du bist? Kleine Tage. Denk mal einen Namen. Der Name ist... Nee, da ist der Name. Jetzt wäre ich beinahe bei die Schweine reingefallen, da muss ein Geländer rein. Das redet sie schon die ganze Zeit drüber, Grosje. Schade, dass du jetzt nicht gestorben bist. Hase steckt im Baum. Da ist ein Baum gewachsen und Hase steckt drin. Boah, das ist mir auch mal in meinem ersten Let's Play damals passiert. Nee, das war auch schon das zweite, mein Gott. Das ist ja dann schon jedes... Ach, ich weiß nicht, wie viele Let's Plays das eigentlich schon. Egal. Jedenfalls, ich laufe da so meines Weges und dann wächst direkt vor mir eine Birke und ich... verletz mich dabei. So, weißt du, so richtig in die Nase rein. So, boah! Das war krass. Hab ich schon fast mit jedem Baum durch. Ja, ich hatte es damals auf Video. Mittlerweile existiert das Videomaterial. Doch, es müsste sogar noch existieren, aber das lade ich nicht nochmal hoch. Am Anfang war ich auch so clever, hab mich auf den Setzling gestellt und dann Knochen mir ruft. Sehr klug. Ist eine nicht so bewährte Technik, würde ich sagen. Was ist los, Groschi? Spuck's aus! Nee. Verdammte Scheiße, hier ist irgendwo ein Golbert in der Nähe. Den Leer? Spalt mir auf, wenn die Kamera aus ist. Ein Golbert. Wer ist das? Ein Pokémon. Was? In Pokémon. Minecraft? Pokémon nein, Go nein, ist ein bisschen... Ich hab mein Handy auf dem Schenkel liegen. Naja, denn. Da musst du jetzt mit Leben, fürchte ich. Heute geht eindeutig Minecraft vor Pokémon. Da, ich gehe jetzt sowieso nicht raus. Ja, das ist wahrscheinlich auch besser so. Es ist ja dunkel draußen. Damit habe ich kein Problem. Hä? Damit habe ich kein Problem. Du müsstest Kumpel aber auch beschätzen, dass es Abend ist. Also, schlafen! Ist Schlafzeit? Hast du ein dicke Ding in der Hand? Roshi traut sich in ihr Bett. Komm! Put, put! So, ich muss noch gerade die Suppe gegen Erde tauschen. Ne, da kommt eine Spinne rein, das mag ich nicht. Und jetzt muss ich die Erde gegen das Bett tauschen. Nein! Willst du jetzt ernsthaft mir einen Kopfstoß an einem Holzbalken? Das war ein Stein. Dann schlimmer. Bist du denn den Kopf endlich stoßen? Na, weiß ich nicht, wenn ich da so hochjumpe? Nun, komm, leg dich einfach hin. Danke. Da leckst du nieder. Da leckst die nieder. Das könnte an der Grafikkarte liegen. So, jetzt weiß ich aber eigentlich wieder, was ich eigentlich machen wollte. Gerade ich nicht mehr kann, weil mir jemand durch die halbe Weltgeschichte gejagt hat. Ach, was?
Das war irgendwie eben witzig. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Gestein hier, dieses Rhyolith, ne, das gibt es 1000 Millionen Mal, aber da gibt es keinen Diamant in der Nähe. Ich kann mich irren. Ich werde das jetzt so machen. Ich mache jetzt hier erstmal so ein bisschen das luftig in dem Falle. Das kann ruhig verbrennen. Rhyolith ist eben Massenprodukt. Ne? Das ist so billige China-Ware. Und jetzt möchte ich doch wieder zu, nämlich so. Dann kann man nämlich hier noch gucken. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns irgendwo in der Nähe von diesem Lava-Gedöns vielleicht einem Diamanten nähern können. Oh nein, da nicht. This is not the right way to the diamond. Und this was not English. That was radebrechisch. Nicht zu verwechseln mit Osttschechisch, das ist wieder was anderes. Oh, nee, das ist nix. Was passiert? Wo vernünftig Holz? Ich hab einen Pfeil im Popper. Naja, gut. Das Geblubber ist schon beeindruckend, oder? Mal ehrlich. Ich meine, klar, wir haben hier... Oha. Ich mach es platt. Mach's platt. Hallo? Die Kavallerie greift ein. Habe ich das richtig gehört? Ja, mach's platt. Ich lenk's ab und du fährst der Held. Du Held. Wird dir jetzt sagen, Jungfrau in Nöten auch. Das, Frau in Nöten kannst du sagen. Frau in Nöten. Da lügst du nicht. Ich bin noch Jungfrau und ungeküsst. Ja. Ja, ja, ja. Hase, ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Der hat so eine Ahnung, dass es mit dem... Schon Redstone? Was? Haben wir jetzt eigentlich schon Redstone? Ja. Ja, guck doch mal in die Redstone-Kiste. Wir haben eine Redstone-Kiste? Oh. Nee. Aber wir haben eine Kiste, in der Redstone ist. Das ist die Redstone-Kiste. Was hast du denn? Also haben wir schon Redstone. Oh. Ja, 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 ja. Hab ich dir besorgt. Er hat's dir besorgt. Ja. Deshalb ist er Gott ja auch keine Jungfrau. Das hier ist ein Let's Play voller Liebe. Und Frieden. Bitte? Ja, bis auf Phase natürlich. Die ist der Gegenpool dazu. Das ist gut, ne? Wenn man aus Versehen unter sich den Block in einem Lavasee weghaut und dann reinfällt. Das wäre jetzt irgendwie gerade so ein bisschen grenzdebil gewesen. Ganz ehrlich, da habe ich schon hinbekommen. Möchtest du darüber reden? Was empfindest du dabei? Das war ziemlich, also ich hab dann ausgemacht. Okay. Also ich habe mir mit, grundsätzlich, wenn ich früher, jetzt nicht, jetzt ich so viel Schiss, früher, wo ich noch jung, knackig, frisch und kräftig war. Und nervenstark. Da gab's Minecraft noch gar nicht. Da gab's Hase auch noch nicht. Nein, also Hase gab's da schon. Also nee, da... Was soll das heißen? Du bist alt. Also ich würde ja niemals meine Partnerin als alt bezeichnen. Niemals. Muss ich echt sagen. Da bin ich alte Schule, weil ich ja alt bin. Okay, dann ist sie nicht alt, dann ist sie von früher. Ich bin nicht alt. Ich bin auch nicht von früher. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich zu der Zeit immer mir Pflastersteine genommen, Cobblestone, wie auch immer, und habe die halbiert, also dass ich immer nur flache Dinge hatte, Stufen. Mhm. Und dann ist mir einer abgerutscht, also der ist nach unten irgendwie gerutscht und dann war es nicht gleich. Das hat mich irritiert. Dann wollte ich den weghaben und irgendwie stand ich noch auf den drauf. Mhm. Und das war dann auch ein dramatisches Ende, was dann zustande kam, ne? Ja, vom Prinzip her gab es ein Chili con Carne. Fleisch war drin in der Suppe. Mhm. Nee, es war Chili con Croschi. Ja. Mhm. Lecker.
Aber ich glaube, so eine Missgeschicke, da gibt es einige Dinge und wären auch viele schon Missgeschicke passiert. Ich denke, also bin ich. Und ich glaube, ich bin richtig. Komm her, kommt her. Meine Freunde, mein Schatz. Jetzt sterben wir garantiert. Gut, dass es hier jetzt mittlerweile ja Grabsteine gibt. Kommt her, mein. Das Schlimmste fand ich immer Höhlen. Was ich mir in Höhlen verlaufen habe, das sagen hast. Ja, das glaube ich. Ich hab Diamanten gefunden. Wow. Lass mich mal kurz durchzählen. 4. Sag mal, aber live in der Woods haben wir immer noch so einen komischen Himmel, oder? Ist der jetzt schon wieder? Nein, meiner ist blau. Also mein Himmel ist jetzt ganz. Ich habe jetzt das Richtige. Dann, du musst aber bei jedem Start den Shader wieder zurücksetzen. Ja, hatte ich ja schon. Ja, also sonst hast du wieder den weißen Himmel mit dem Nvidia-Bug drin. Das ist so ein bisschen grenzdebil alles. Oh, ein Guckloch. Ist da oben noch? Ja, er ist wieder umgesprungen. Hat er sich wieder umgestellt? Ja. Ja, muss da aufpassen. Manchmal muss man es zweimal drücken. Das ist echt blöd bei Life in the Woods. Bei Minecraft, da brauchst du es ja nur einmal umstellen und dann hast du es. Und dann hinten ist was... Ich wollte gerade sagen, da hinten sind lilane Diamanten. Nein, das sind die... Das sind die Dinger von einem Enderman. Was ich jetzt gerade sehr unsympathisch finde. Die Partikel! Die Partikel von einem Enderman! Ich glaube, er ist weitergezogen. Schau mir in die Augen, Kleiner. Ja, nee, ich hab mich in Menü hatte ich schon umgestellt gehabt. Und wo ich jetzt auf den Server spawnt bin, hat er wahrscheinlich wieder umgestellt. Hm? Hallo? Ja, diese Geräusche. Endermänner sind echt ätzend. Stamina, Ming. Bist du Shakira? Nein, ich hab bloß gerade gesehen, dass ich Starning bin. Und Starving? Starving, am Verhungern. Ja. Ja. Aber, ich hab ja das Frühstück mit dir noch. Was war das Frühstück? Hallo? Was sind die Diamantenjäger? Da hinten ist eine Spinde. Da ist. Ne, keine Fackel. Oh Gott. Ja, was das für eine Riesensonne ist! Was ist hier los? Warum bellt mich der Enderman an? Der ich kann nicht so gut mit Hunden, ich kann besser mit Katzen. Hilfe! Ja, der hat so gemacht, so. Wenn man das jetzt so sieht, ne, also auch so nimmt, also, dann passt es eigentlich. Man soll ja einen Hund auch nicht direkt in die Hand gucken. Ich hab Sesam! Öffne dich! Oh, du Bitch! Du Bitch von einer Spinne! Oh, das glaube ich nicht. Du Lump. Du kannst mich doch nicht in die Lava schubsen, fast knapp beinahe. Fast knapp beinahe. Du Arschspinne, du. Und du, du willst jetzt ja auch noch mitmachen hier. Puh. Verräter Pack. Wir haben hier so friedlich zusammen in der Höhle koexistiert, bis ihr den Frieden gebrochen habt. Das oft bedeutet Krieg. Kein den Klappstuhl aus. Das bedeutet, dass ich mir das Salz aus der Erde hole, weil der Enderman da nicht hinkam, wo ich war, weil der Boden zu niedrig war. Ne, die Decke zu. Die Sonne geht runter, schnell, schnell. Ich kann da ist er wieder! Jetzt wird sogar gespitzt! Kannst du mir mal verraten? Bin? Wo ich reiß? Ich bin Hulk. Ich bin Hulk-Kumpel. Wo ich jetzt die Sonne pflanzen kann? Meine Kohle. Keine Ahnung. Kohle. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Gesundheit! Oh, Handy ist wie so ein kleines Kätzchen. Das ist riesig niedlich immer, ne? Piu! Ja, tut mir leid, das sagen zu müssen. Jetzt muss ich eine ganze Menge schneiden. Warum musst du eine ganze Menge schneiden? Weil ich das Niesen schneide. Das ist aber niedlich. Hase Niesen lässt du auch drin. Das habe ich extra ein besonders süßes Niesen von ihr rausgesucht und habe dann dieses immer wieder. Ich bin gestorben. Du warst von Konsum gestorben. Ja, aber warum?